Jo, Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir machen heute weiter mit dem nächsten finsteren Auserwählten, beziehungsweise der nächsten finsteren Auserwählten, und zwar Kali, die aus einem Fenster gefallen ist nach ihrem Duell mit Seiya und dann als finstere Auserwählte wiedergeboren wurde. Und ja, sie duelliert sich jetzt mit Jack Atlas. Wir dürften eigentlich, ich würde sagen, ziemlich gutes Matchup haben, weil das Deck von Jack, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns als Jack duellieren. Das dürfte eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Und korrigiere, wir haben hier wirklich die Crème de la Crème gezogen. Also zuerst mal, Narrenkonfit ist doch eine Karte von Lazar. Oder nicht? Ja. Machtversprüher ist eine der miserabelsten Karten in seinem gesamten Deck. Und zwar kann man einmal pro Spielzug ein offenes Monster wählen, das man kontrolliert, und es erhält 400 ATK. Und ein Monster kann auch nicht mehr als 400 ATK durch diesen Effekt erhalten. Das bedeutet, man kann das jetzt nicht jede Runde mit demselben Monster machen, sondern man muss immer ein anderes Monster wählen. Ja. Also das ist eine der Karten so. Ich hab das Deck von Jack actually in real life nachgebaut und werde es demnächst vielleicht auch mal in ein paar Duellen verwenden. Und das ist so eine der Karten, die man rausnimmt, damit man auf 40 Karten kommt, weil er mehr als 40 Karten benutzt hat. Und das ist so eine, die nimmst du raus, weil die einfach so schlecht ist. Harmonische Welle. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass er die gespielt hat, um ehrlich zu sein. Ein offenes Monster auf dem Spielfeld wird zur Stufe 4. Ich glaube, das ist... Ist das nicht eine Karte, die Yuma gespielt hat? In Sechsel? Zumindest ist es eine Karte, die, glaube ich, im Starterdeck 2011 gewesen ist. Dawn of the Xyz. Weltraumtor. Ganz weirde Karte. Jedes Mal, wenn ein Monster des Gegners angreift oder angegriffen wird, kommt eine Torzählmarke auf die Karte. By the way, es ist eigentlich egal, ob ein Monster des Gegners angreift oder ein eigenes angreift, wobei doch direkte Angriffe zählen dann dazu. Aber warum Monster des Gegners? Warum nicht unsere? Das ist ja keine Ahnung. Während deiner Main-Phase, du kannst diese Karte auf den Friedhof legen, beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, dessen Stufe kleiner oder gleich der Anzahl der Torzählmarken auf dieser Karte ist. Also, wenn gegnerische Monster viermal angegriffen haben, kannst du das weglegen, um ein Monster von deiner Hand zu beschwören mit Stufe 4 oder niedriger. Okay, Bro. Und majestätischer, ich wollte schon sagen majestätischer Sterndrache. Majestätischer Drache! Daraus machen wir nämlich den majestätischen roten Drachen. Ja, Jack hat hier Rotdrachen Erzunterwelle und majestätischer roter Drache. Er hat nicht mal Sprengstoff Drachenschwinge, also... Bro, das ist wirklich... Also, das ist wirklich gar nicht gut. Ich wollte schon sagen, eigentlich dürften wir ein gutes Matchup haben, so, weil Jack hat viele Monster, die halt viele Angriffspunkte haben, wie zum Beispiel verrückter Erzunterwäldler. Viele seiner Karten machen durchschlagenden Kampfschaden. Er hat auch viele Monster mit höheren Stufen, die man entweder spezial beschwören oder normal beschwören kann, ohne Tribut anzubieten. Wenn der Gegner ein Monster kontrolliert und man selber nicht, also quasi wie Cyberdrache. Oder so ähnlich wie Cyberdrache. Deswegen wollte ich eigentlich sagen, okay, das dürfte gar nicht mal so schwer werden, aber wir haben hier wirklich gar nichts. Also so Real Talk gar nichts. Gut, das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist den Zug zu beenden. Und in der nächsten Battle-Phase Kampfhausblender zu beschwören. Und dann können wir den eventuell mit harmonische Welle auf Stufe 4 bekommen. Aber wir müssen auch einen Empfänger ziehen, um erstmal auf Rotdrachen Erzunterwälder zu kommen. Also, ja, ich weiß, ja, also keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, warum wir hier Narrenkonfit im Deck haben. Und zwar einfach nur, damit wir quasi ein Monster der Stufe 1 haben, was wir spezial beschwören können. Weil man ja neben majestätischer Drache und Rotdrachen Erzunterwälder noch eine Stufe 1 Nicht-Empfänger braucht. Für majestätischer roter Drache. Ja, keine Ahnung. Finsterer Resonator! Warte mal. Aha, das macht Sinn. So, wir beschwören Narrenkonfit im Angriffsmodus. Ja. Und dann beschwören wir als Normalbeschwörung unseren finsteren Resonator. Das ist... Ohne Witz, das ist genau das Monster, was wir gebraucht haben, ja. Es ist quasi Jacks Hauptempfängermonster, okay? Es ist ein Stufe 3 Empfänger mit 1300 Punkten. Das ist quasi Jacks Gerümpelsynchronisierer. Holt zwar keinen Monster vom Friedhof zurück, aber kann einmal pro Spielzug nicht durch Kampf zerstört werden. Also, ja, harmonische Welle kommt tatsächlich ganz gut, denn ist jetzt eigentlich egal, wen wir auswählen. Kampfausblender oder Narrenkonfit, es ist vollkommen nebensächlich. Einer von den beiden wird zu Stufe 4. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Empfänger der Stufe 3, einen Nicht-Empfänger der Stufe 4 und einen Nicht-Empfänger der Stufe 1. Das ergibt zusammen Stufe 8. Und ihr wisst ganz genau, wen wir dann beschwören können, Freunde. Nämlich Rotdrachen Erzunterwäldler. Der, ja,
Das, ja, das ist quasi Sternstaubdrache von Jack Atlas, ihr wisst schon, ja, also ja. Ich fand zwar immer den Namen Rotdrachen Erzunterweltler so ein bisschen weird, weil das hört sich irgendwie an wie so eine, weiß nicht, Aneinanderreihung von Bezeichnungen und nicht wirklich ein Name, aber letztendlich trifft das auf die meisten Monster im gesamten Spiel zu, also ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen mit allen unseren Monstern angreifen. Falls wir das nicht tun, zerstört Rotdrachen Erzunterweltler die Monster, die nicht angegriffen haben am Ende des Zuges. Also das ist definitiv gefährlich. Ja, wir ziehen verrückter Erzunterweltler, das ist doch gut. 1800 Angriffspunkte und macht durchschlagenden Kampfschaden. Und falls er angegriffen werden sollte, kann man ihn in den Verteidigungsmodus drehen. Er hat zwar 0 Verteidigungspunkte, aber ja, damit kann man sich vielleicht mal vor Kampfschaden schützen. Okay. 1400 Punkte durchschlagenden Kampfschaden und damit Rotdrachen Erzunterweltler direkt. By the way, ich fand das Duell im Anime an sich eigentlich ganz nett. Vor allem haben Jack und Carly ja auch so eine gewisse Geschichte, also irgendwie sind sie so... Sie sind nicht zusammen, aber sie haben so ein bisschen so Hin- und Her-Story, okay? Die Sache ist die... Also es war einfach in der deutschen Version maximal cringe, weil sie die ganze Zeit, also Carly, die ganze Zeit irgendwie so gesagt hat, ja, was ist denn Jackie Boy? Mehr hast du dich drauf, Jackie Boy? Sie hat die ganze Zeit gesagt, dieses Wort, das ist einfach so mies cringe. Das ist einfach, das hat das ganze Duell kaputt gemacht, weil du dich einfach nur kaputt gecringed hast. So, das, du denkst dir einfach nur so, boah, bitte halt einfach deine Fresse, Mann. Bitte halt einfach deine Fresse. So. Vor allem, ich erinnere mich noch daran, dass es sogar eines der wenigen Duelle ist, die ich sogar mal mit meiner Mom zusammen geguckt habe. Und sie hat dann auch so gesagt, Junge, warum sagt sie das die ganze Zeit? Ja, oh Mann. Rotdrachen, Erzunterweltler, beende dieses Duell. Genau 3000 Punkte. Okay, Carly haben wir easy weggeklatscht. Ich habe euch gesagt, Freunde, Jack Atlas, das wird kein Problem. Wahrheit und Konsequenzen, wir duellieren uns als Akiza. Okay, das dürfte auch interessant werden. Also, Akizas Deck finde ich persönlich gar nicht mal so gut. Weil, keine Ahnung. Wenn man nicht gerade Schwarzer Rosendrache beschwört, kommt da nicht viel bei raus. Aber wir werden sehen. Oh, wir haben sogar Einzelfeuerblüte. Wir haben hier die Broken Support-Karten, die sie eigentlich gar nicht spielt, aber Hauptsache ist ein Pflanzenmonster. Aber hey, das ist nur gut für uns, okay? Heckenschutz. Okay, also, das Ding hier. Monster, die dein Gegner kontrolliert, können keine Pflanzenmonster als Angriffsziel wählen, weil diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird. Du kannst ein Pflanzenmonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Also, ist halt quasi, ne, so ein plündernder Hauptmann für Pflanzen. Dann Einzelfeuerblüte sollte jeder kennen. Wir können ein offenes Pflanzenmonster als Tribut anbieten. In den meisten Fällen ist es halt Einzelfeuerblüte selbst. Um ein Pflanzenmonster als Spezialbeschwörung vom Deck zu beschwören. MST sollte auch jeder kennen. Violette Hexe, falls sie durch Kampfzerstörung auf den Friedhof gelegt wird, sucht sie uns ein Pflanzenmonster mit 1500 oder weniger Verteidigungspunkten vom Deck auf die Hand. Diese Karte, falls sie vom Deck der Hand hinzugefügt wird, kann man sie als Spezialbeschwörung beschwören. Das passiert so gut wie nie. Also, man kann sie tatsächlich mit der violetten Hexe suchen und dann spezial beschwören, aber jetzt haben wir sie eh schon auf der Hand. Und Heckenschutz, während der Schadensberechnung im Spielzug eines beliebigen Spielers, wenn ein Monster, das du kontrollierst, angreift oder angegriffen wird, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, halbiere bis zum Ende dieses Spielzugs die ATK des Monsters, das du kontrollierst, aber das Monster kann durch diesen Kampf nicht zerstört werden. Es ist also quasi wie so eine Handtrap in der Battle-Phase, wenn man so will. Ja. Wir beschwören auf jeden Fall unsere Zwielichtsrosenritterin. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber die meisten Empfängermonster von Akiza sind actually gar keine Pflanzenmonster. Obwohl das quasi ihr Ding ist, Pflanzenmonster zu spielen. Oh, warte mal. Wir können eine Synchro-Beschwörung machen. Also sie hat wahrscheinlich famose Rose im Extra-Deck, ja. Okay. Das sind, glaube ich, auch die beiden einzigen Synchro-Monster, die sie jemals gespielt hat. Wir benutzen mal den Effekt von Einzelfeuerblüte und opfern sie und wir schauen mal, was sie so im Deck hat. Aufblühende Blumenzwiebel, Heckenschutz, Kopier, Pflanze, finsterer Schlängler, Rosenfee, übler Dorn, Rosenfee, Gigapflanze. Hat sie kein Stufe 4 Monster? Das ist natürlich belastend. Dann beschwören wir einfach übler Dorn.
Nee. Dann beschwören wir... Ich würde sagen Rosenfee. Wir brauchen Stufe 3 Monster. Dann können wir wenigstens famose Rose beschwören. Was macht die eigentlich nochmal? Einmal beschwörst du, kannst ein Monster von Typ Pflanze von deinem Friede verbannen und dann ein offenes Monster, wer das der Gegner kontrolliert, halbiere bis zum Ende dieses Spielzugs die ATK des gewählten Ziels. Während der Battlephase, falls diese Karte angegriffen hat, du kannst ein Monster von Typ Pflanze von deinem Friede verbannen, halbiere bis zum Ende dieses Spielzugs die ATK dieser Karte und falls du dies tust, kann sie... Ah, okay, ja, stimmt, okay. So, wir machen eine Synchro-Beschwörung. Leider noch nicht zu dem schwarzen Rosendrachen. Aber immerhin zur famosen Rose. Und dann würde ich sagen, greifen wir an. Hätten wir jetzt ein Stufe 4 Pflanzenmonster im Deck gehabt, dann... Oha, 2000 Verteidigungspunkte. Nein, wir wollten nicht den Effekt von Heckenschutz aktivieren. Also sie kann sich ein reptilianisches Monster suchen. Können wir nicht jetzt ihren Effekt aktivieren? Wir entfernen ein Pflanzenmonster aus dem Spiel. Was bedeutet dieses Ausrufezeichen über Rosenfee? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls entfernen wir das aus dem Spiel und dann kann sie mit den halbierten Angriffspunkten nochmal angreifen. Die famose Rose. Und dann spielen wir noch eine Karte verdeckt. Und beenden unseren Zug. Hätten wir jetzt beispielsweise... mir fällt gerade nichts ein. Aber hätten wir irgendein Stufe 4 Pflanzenmonster im Deck gehabt, dann hätten wir den schwarzen Rosendrachen beschwören können. Und der kann sogar Monster im Verteidigungsmodus in den Angriffsmodus drehen. Und kann dann ihre Angriffspunkte auf 0 setzen. Das heißt, das wäre etwas effektiver gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Mausoleum des Kaisers. Warte mal. Okay. Das ist in Ordnung. Wenn sie jetzt den Effekt nutzen möchte, soll sie das gerne tun. Bro! Du bist... also... Hä? Also, Junge! Du hast doch Mausoleum des Kaisers auf dem Feld! Ich dachte jetzt so, okay, ja, wenn sie Mausoleum des Kaisers auf dem Feld hat, dann wird sie wahrscheinlich 2000 Lebenspunkte zahlen, um ihren Erdgeborenen und Sterblichen zu beschwören. Und da das Kosten sind, hätte ich dann halt MST aktiviert, also mystischer Raumtaifun, um Mausoleum des Kaisers zu zerstören, damit sie unnötig 2000 Lebenspunkte bezahlt. Aber sie aktiviert einfach Mausoleum des Kaisers und opfert trotzdem ihre Spielmarken! Für die... Digga! Was? Okay. Erdgebundener und sterblicher Kokoraya. Dein Gegner kann diese Karte nicht als Angriffsziel wählen, blablabla. Die typischen erdgebundenen und sterblichen Effekte. Diese Karte kann dein Gegner direkt angreifen. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird, außer durch ihren eigenen Effekt, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Also quasi schwarzer Rosendrache auf Wish bestellt, meine Freunde. Ja, greif an. Und wir benutzen dann in der Schadensberechnung, beziehungsweise im Damage Step, den Effekt von Heckenschutz. Dadurch werden die Punkte von famose Rose halbiert, aber sie bleibt auf dem Feld. Und wir hoffen einfach, dass wir im nächsten Zug irgendwas Sinnvolles machen können. Zwielichtsrosenritterin, das ist actually sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Also so gut ist es eigentlich gar nicht, aber... Naja, wir kriegen das schon hin, okay? Das Ding ist, wir können halt seine Angriffspunkte hier halbieren, aber nur bis zum Ende des Spielzugs. Und wir können ihn halt nicht angreifen. Aber wir haben MST und können damit... Ach Junge, das ist mir beim letzten Mal schon nicht aufgefallen. Man kann den Field Spell zerstören und dann wird der Erdgebund und Sterbliche auch zerstört. Ah, Mann. Ich vergesse das immer. Aber jetzt ist es mir eingefallen, okay? Dann ist er aus dem Weg. Und dann beschwören wir Zwielichtsrosenritterin. Und benutzen ihren Effekt und beschwören erneut Rosenfee. Im Angriffsmodus. Junge, ich vergesse immer, dass die zerstört werden, wenn kein Fieldspell auf dem Feld liegt. Das ist halt... Ja, egal. Hat keiner gesehen. So. Wir stimmen Zwielichtsrosenritterin auf Rosenfee ein und beschwören unsere zweite famose Rose. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen werden, den schwarzen Rosendrachen zu beschwören, um ehrlich zu sein. Wenn das hier wenigstens eine Pflanze wäre, hätten wir das halt mit Zwielichtsrosenritterin von der Hand beschwören können, aber das geht ja nicht.
Jetzt ist es halt so. So, wir greifen an mit Famose Rose. Direkt. 2200. Dann Famose Rose Nummer 2. Und dann können wir die Effekte von beiden famosen Rosen benutzen. Wir entfernen Rosenfee aus dem Spiel. Und wir entfernen, ich würde sagen, Heckenschutz aus dem Spiel. Und dann können beide nochmal angreifen mit 1100 Angriffspunkten. Also haben wir quasi noch einen dritten famosen Rosenangriff, wenn man so will. Sie hat noch 300 Punkte. Ich würde sagen, wir entspannen uns einfach an der Stelle und hoffen, dass sie jetzt nicht nochmal ihren erdgebundenen und sterblichen Kokoraya beschwört. Und ja, das wird so ausgesprochen, okay? Also zumindest in der deutschen Version wird so ausgesprochen. Also, wir haben noch 31 Karten im Deck und eine davon ist definitiv aufblühende Blumenzwiebel und dann könnten wir halt aufblühende Blumenzwiebel und famose Rose, ihr wisst schon, als Synchromaterial für einen gewissen schwarzen Rosendrachen benutzen und ich denke, das werden wir auch tun. Komm, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir wollen hier nicht gewinnen, okay? Also noch wollen wir nicht gewinnen, wir wollen einfach nur schwarzer Rosendrache beschwören. Ich denke, schwarzer Rosendrache sollte seinen Auftritt bekommen. Ist einer meiner Lieblingskarten, okay? Und generell ist es eine ziemlich coole Karte. Und hey, so schnell kann's gehen! Kopierpflanze, ich meine, das geht natürlich auch. Beschwören wir im Angriffsmodus. Und damit haben wir alles, was wir benötigen. Wir stimmen unsere Kopierpflanze der Stufe 1 auf famose Rose Nummer 2 ein, der Stufe 6. Und bekommen als Synchro-Beschwörung schwarzer Rosendrache im Angriffsmodus. Und er bekommt keine Animation. Das ist einfach so maximal traurig, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Das ist einfach... Das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir aktivieren tatsächlich den Effekt von schwarzer Rosendrache nicht, um alle Karten auf dem Spielfeld zu zerstören, sondern benutzen den zweiten Effekt von schwarzer Rosendrache. Wir verbannen unsere Kopierpflanze und wählen eins ihrer Monster im Verteidigungsmodus. Es geht in den Angriffsmodus und hat 0 Angriffspunkte. Gut, das hat so oder so 0 Angriffspunkte, also ja, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Ja, ich denke, das hat noch nie jemand in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Gemacht. Schwarzer Rosendrache beschworen und nicht den ersten, sondern den zweiten Effekt aktiviert, okay? Wir greifen an! Schwarzer Rosendrache! Das wär's, Freunde. Dieses Duell hätten wir gewonnen. Ja! Ich würde sagen, das war ein relativ erfolgreicher Legacy of the Duelist-Tag, findet ihr nicht? Ich meine, wir haben mit Jack Cardi besiegt, wir haben mit Akiza Misty besiegt. Das sind zwei finstere Auserwählte, die wir nach Roman, Kellen und Grigor und Devak besiegt haben. Also so langsam sind aber keine mehr von denen übrig. Und ja, wir hatten da unsere Schwierigkeiten mit mystischer Raumtyphoon. Das ist mir circa 2 Züge lang nicht eingefallen. Aber letztendlich habe ich es ja korrigiert. Und wir haben so lange gewartet, bis wir schwarzer Rosendrache beschwören konnten. Also, falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.